Komm zurück zu einem Video von mir. Ich wollte ein paar schnelle Tipps zum neuen Wildlife- oder Wildpark-Event geben. Wieder zum Anfang. Und zwar wollte euch mitteilen, dass ihr euch mit eurer Questline ruhig Zeit lassen sollt für die Momente, wo es Tagespreise gibt, die ihr wirklich haben wollt. Also heute. Ich habe meine Questline noch nicht angefangen und mein erstes Eintrittsticket noch nicht abgeholt, obwohl ich hier sofort die Vorräte bezahlen könnte, weil es gestern einen Preis gab, der sich für mich nicht gelohnt hat. Heute gibt es das Schildwachkit und hier werde ich drauf spielen und versuchen, das zu bekommen. Und dementsprechend werde ich auch das Tageskit heute abholen und versuchen, möglichst viele Spiele zu gewinnen. Und der zweite Tipp, den ich euch geben wollte, ist bezüglich der Spiele, macht euch wirklich Gedanken darüber, was ihr hier spielen wollt oder wie ihr hier vorgehen wollt, um möglichst viele Tatzen runterzubekommen. Ich werde jetzt einfach beispielhaft mal ein Spiel spielen und euch zeigen, dass ich auch versuche, möglichst viele Tatzen runterzubekommen. Denn es geht mir am Ende darum, dieses Bergschutzgebiet-Kit und dieses ganze Set voll zu bekommen, um möglichst viele Kits für den Adlerberg zu bekommen. Ich werde auch versuchen, diesen Adlerberg zweimal zu bekommen. Und wenn man sehr, sehr clever spielt, dann ist es sogar möglich, den ohne einen zusätzlichen Einsatz von Diamanten zu bekommen. Aber dazu muss man Glück haben und sehr klug spielen. Und von daher nochmal mein Appell, lasst euch wirklich Zeit und denkt wirklich eure Züge exakt durch. Und genau, ja, das möchte ich jetzt hier mal versuchen zu demonstrieren. Ich habe ja jetzt hier ein neues Feld geöffnet und man kann da Pech haben und man kann Glück haben. Aber ich sehe jetzt hier schon eine Konstellation, die gar nicht so schlecht aussieht, um diese Tatze hier zum Beispiel runterzubekommen. Ich habe bereits aus, ich glaube, zwei Spielen 7 Tatzen bekommen und ich bin nicht sicher, wie viele Tatzen man bekommen muss. Ich glaube, ungefähr 4 pro Spiel. Wenn man zweimal den Adlerberg haben will, aber ich bin mir nicht sicher. Das kann man sich in dem Video von Mooing Cat angucken. Der hatte ein Excel-Sheet angefertigt, wo er das versucht nachzuvollziehen. Das hängt auch damit zusammen, wie viel Booster-Packs ihr einsetzt und sowas. Von daher, schaut da ruhig mal nach. Ihr könnt euch das Excel auch kopieren oder ist ja gar kein Excel, ein Spreadsheet, auch kopieren. Und da eure eigenen Werte einsetzen und mit rumspielen und schauen, dass ihr da vielleicht auch möglichst viele Preise aus dem Event rausholt. Mein Ziel ist es auf jeden Fall, diesen Adlerberg zu bekommen und zwar idealerweise zweimal und mit dem Einsatz von möglichst wenig Diamanten. Und sollte ich gut damit durchkommen. Also ich habe ja eine ganze Reihe von Diamanten gespart. Ich werde auf jeden Fall, falls es Probleme gibt, durchzukommen, meine Diamanten einsetzen. Also wie dem auch sei, ich lege jetzt los und zeige euch das jetzt schon mal mit dieser Tatze hier. Die sieht ganz gut aus. Sieht aus, als würde ich die rausbekommen. Ich muss dafür sorgen, dass alle Felder unterhalb der Tatze verschwinden, auf die ein oder andere Art und Weise. Und dafür werde ich jetzt zunächst erstmal diese blauen Kisten entfernen. Danach habe ich mir überlegt, werden diese grünen und gelben Steine hier runterfallen. Und die werden so fallen, dass die gelben dann hier oben beide nebeneinander liegen. Das heißt, ich kann dann als nächstes auch die gelben auflösen. Und als drittes fallen dann. Also wenn dieser gelbe hier aufgelöst ist, fällt auch dieser grüne mit runter. Und dann habe ich hier eine Reihe von drei Grünen, die ich auch auflösen kann. Und dann habe ich die Steine hier
raus und die Tatze kann hier runterfallen und ich bekomme die für meinen großen Preis hinzu. Wichtig dabei ist, dass man hier an dieser Stelle die Kiste an die richtige Stelle platziert, weil man löst ja hier nicht nur die Felder oder die Steine auf, sondern generiert auch gleichzeitig eine Kiste. Würde ich jetzt hier draufklicken auf einen dieser beiden Steine, hätte ich das Problem, dass ich diese Kiste im Weg hätte und ich dadurch diese beiden grünen nicht auflösen könnte. Und um dieses Problem zu vermeiden, muss ich also hier auf der rechten Seite draufdrücken oder auf der linken Seite, sodass die Kiste hier auf der rechten oder auf der linken Seite landet. Ich habe die rechte Seite mir ausgesucht und zwar, weil ich die dann später noch einlösen könnte, wenn ich Lust drauf habe. Also ich werde erstmal auf die Tatzen gehen und wenn ich sehe, dass ich die Tatzen nicht mehr rausbekomme, dann hole ich mir die Kisten, die noch übrig sind. Genau, also ich schiebe jetzt diesen. Oh ja, eine Sache habe ich nicht bedacht. Wenn ich diese Kiste jetzt hier liegen lasse, dann fällt nämlich dieser gelbe Stein nicht runter, sondern bleibt hier oben liegen und dieser gelbe Stein fällt hier runter. Das heißt, die würde ich dann als nächstes nicht auflösen können, weil die nicht in einer Reihe wären. Wiederum, das bedeutet, dass ich die Kiste doch auf diese linke Seite ziehen muss. So, wie gesagt, die gelben Steine kann ich jetzt als nächstes machen und jetzt kann ich mich um die grünen Steine kümmern und die Kiste kann ich auch gleich mit rausfallen lassen, weil Kisten, die unten angelangen, fallen genauso durch wie die Tatzen und das wäre jetzt unklug, jetzt die Kiste hier liegen zu lassen. Deswegen klicke ich auf einen von diesen Steinen und lasse die Kiste mit durchfallen und kriege dann eben noch den Tagespreis und habe leider nicht das Glück, dass ich jetzt hier gleich ein Schildwacht-Kit bekomme, aber immerhin. So, als nächstes versuche ich auf der rechten Seite an die Kisten zu kommen. Das hier sieht erstmal nicht so schlecht aus, weil hier nur noch ein blauer im Weg wäre, aber diesen blauen dort wegzubekommen, stellt sich jetzt erstmal auch nicht so einfach dar. So. Aber nach einer kurzen Überlegung, ich kann die hier auch alle ganz gut auflösen, wenn ich keinen Fehler mache. Also meine Idee ist, ich kann diese beiden hier weg, tun oder wegschlagen, ich kann diese beiden wegschlagen, ich kann die drei wegschlagen. Wenn ich die hier oben aufgelöst habe, fallen die grünen aufeinander, dann kann ich auch die grünen, mich um die grünen kümmern und dann würde diese Tatze hier nach unten durchfallen. Das Problem an der Stelle ist, dass ich hier auch noch eine blaue habe, das heißt, die nächste Tatze kann nicht mehr durchfallen. Aber diese blaue könnte ich vielleicht nutzen und auch diesen anderen blauen Stein damit auflösen, wenn ich das in der richtigen Reihenfolge angehe. Das heißt, ich versuche jetzt dafür zu sorgen, dass der blaue Stein hier landet, sodass ich diesen blauen Stein mit auflösen kann. Jetzt muss ich mir überlegen, wie ich das anstelle. Also, das geht zum Beispiel, wenn die beiden Grünen hier übereinander liegen. Ne, dann liegt die Tatze hier oben drauf. So geht's nicht. Die Tatze hier. Das heißt, eine Reihe würde gehen. Nee, dann würde die Tatze, dann wäre die Tatze hier oben. Moment. Doch eine Reihe würde gehen, dann lege die Tatze hier und da drüber der blaue. Das heißt, ich versuche erstmal die hier liegen zu lassen, sodass eine Reihe übrig bleibt. Und ich hoffe, das gelingt mir jetzt. So, jetzt nehme ich die beiden weg. Und jetzt habe ich die blauen. Keine Kiste entsteht. Das heißt, ich kann die hier rausnehmen. So, und ich habe jetzt die Tatzen alle so in der Ecke, dass ich sie tatsächlich alle rausbekomme. Das heißt, ich muss jetzt hier nur noch die beiden roten auflösen, dann fällt der durch und dann kann ich die orangenen
auflösen und dann fallen die anderen beiden Tatzen raus. So, jetzt sind keine Tatzen mehr auf dem Feld. Das heißt, ich würde mich jetzt versuchen, auf Kisten zu konzentrieren mit meinen weiteren 16 Zügen. Ich sehe auch schon, dass ich hier eine Kiste generieren und auch rausfallen lassen kann, indem ich die hier unten auflöse. Ich würde auch erst die Kiste generieren, weil wenn ich erst das hier abschneide, dann kann ich das zwar, also kann ich zwar hier die Kisten mit dem Teil verbinden, aber ich verliere vielleicht einen Stern. Also ich glaube, ich verliere einen Stern. Deswegen erstelle ich erstmal die Kiste, lasse sie dann runterfallen. Könnte ich vielleicht auch noch eine Kiste retten und hier auch. Ja, hier würde ich den roten bekommen. Einen blauen. Blau ist jetzt nicht so einfach. Ja. Da habe ich jetzt keine gute Idee. Wie ich diese Kisten noch runterbekomme. Ohne weiteres. Aber ich habe noch ziemlich viele Züge. Also die Kiste kriege ich hier auf jeden Fall. Aber ich zerstöre mir dann natürlich hier das. Wenn ich hier die Kiste jetzt runterhole. Also jetzt kann ich vielleicht die gelben hier noch mit kombinieren. Ja, ich kann die gelben noch mit kombinieren. Also muss ich mir überlegen, ich kann die Möhre hier mit wegmachen, also den und den roten mit dem. Das heißt, ich erstelle mir jetzt hier die Kiste. Dann lasse ich zwei fallen, mache die roten oder erstelle die gelbe Kiste, mache die roten weg. Genau, das müsste klappen. Also ich erstelle mir hier eine Kiste, die blaue, die dann auch mit rausfallen kann. Mache jetzt die grünen weg. Können mir jetzt die gelbe Kiste erstellen. Darüber ist gerade noch eine Tatze rausgekommen. Die kann ich damit auch noch rausziehen. Kann die roten Steine wegmachen. Kann die gelben Steine hier unten wegmachen. Die eine Kiste fällt raus. Kann die orangenen wegmachen. Bekommen die beiden Kisten. Ein Schildwachtkit und eine weitere Tatze. Und jetzt kann ich noch überlegen, ob ich auch noch an diese Tatze komme, aber die sieht mir äußerst schwer aus, wenn ich das hier sehe. Ich glaube, das wird nichts. Vielleicht noch diese Kiste hier. Kriege ich das weg? Kriege ich das weg? Das, dann fällt der runter, kriege ich die Orangenen weg und ich kriege auch. Das kriege ich auch noch hin. Also ich, Moment, die roten waren nochmal wie? Die blauen sind klar. Die roten. Ah ja, erstmal den hier wegmachen. Dann ändert sich meine Kiste ja nicht. Die wird eher noch besser. Nee, komme ich nicht ran. So, dann erstelle ich die Kiste. Dann müssen die roten weg. Dann
die gelben, sodass sich die orangenen auflösen können. Und dann kann ich die. Oh, kann ich hier auch noch eine weitere Kiste rausziehen? Hey, nein, komme ich nicht mehr ran. Schaffe ich nicht mehr. Schaffe ich nicht mehr. Da bräuchte ich noch drei Züge. Also die Kiste ist noch drin. Die verschwindet jetzt und das war's. Ein Zug noch übrig. Das war's. Okay. Ja, das war doch ziemlich erfolgreich. Ich glaube, ich war bei 7. Jetzt habe ich 5 Tatzen rausbekommen und einige Kisten, dabei ein Schildwachtkit. Und das Ganze, wenn man sich Zeit nimmt und da es wirklich durchdenkt, kriegt man das hin. Und das kann ich euch empfehlen. Es ist natürlich extrem zeitaufwendig, wenn man das so genau macht. Von daher kann ich es nur für die Hauptwelt empfehlen. Also ich werde es auf jeden Fall nicht für meine Nebenwelten machen. Dafür ist mir das zu zeitaufwendig. Ja, dann viel Erfolg dabei und ja, viel Erfolg dabei, vielleicht dann auch den Hauptpreis zweimal zu bekommen. Ihr könnt mir ja gerne unter die Kommentare schreiben, ob ihr es geschafft habt oder nicht. Ich werde auf jeden Fall daran arbeiten und wenn es nicht ganz reicht, Diamanten einsetzen. Ja, viel Spaß beim Event und beim Spiel. Macht's gut. Ciao.